Servus, euer Odi! Heute, Leute, machen wir was richtig, richtig Cooles. Und zwar heiß gegen kalt. Und zwar gegen meine Freundin Hanna. Du hast gar keine Chance. Du hast gar keine Chance, Hanna. Was magst du mehr, heiß oder kalt? Heiß, weil der Sommer auch heiß ist. Hey, ich mag auch heiß. Ich hoffe, ich bekomme heiß, Leute. Und ich will wissen, was ihr gerne mögt. Heiß oder kalt? Schreibt es mir schnell unten in die Kommentare. Und Leute, lasst gerne meinem Video ein Like und ein Abo da. Ihr wisst, wir müssen die 10.000 Abonnenten schaffen. Na los, na los, na los. Okay, Hanna, bist du bereit? Ja. Dann würde ich mal sagen, gehen wir an unseren Werfer. Und hier ist heiß oder kalt. Das wird natürlich random ausgelost. Und hier sind unsere ganzen Sachen, die wir heute bauen werden. Also nicht alles, sondern ein paar davon. Und Hanna, bist du bereit? Ich drück zuerst drauf, okay? Okay. Oh, Hanna, du bist dran. Du bist dran. Ich habe heiß bekommen. Hä? Nein, oder? Ach Mann, aber ich wollte doch heiß. Nein, nein, nein. Ich habe heiß. Das heißt, ich bin hier und du bist auf der anderen Seite. Und dann bauen wir richtig, richtig coole Sachen, Hanna. Und ich würde mal sagen, jetzt darfst du hier auswählen, was du bekommst. Okay, ich baue... Ein Monster! Ein Monster? Oh nein, ich hab doch Angst vor Monstern, Leute. Oh, naja, egal. Ich drück drauf. Bist du bereit, Hanna? Ja! Ein Videospiel! Ein heißes Videospiel? Ein heißes Videospiel? Ich habe keine Ahnung, was ich bauen soll, Leute. Was würdet ihr denn bauen? Heiß und Videospiel. Schreibt schnell in die Kommentare. Los, los, los. Okay, Hanna, bist du bereit? Ja. Wir dürfen natürlich alles benutzen. Dann geh auf deine Seite und dann fangen wir direkt an, Leute. So, Leute, ich habe auch schon eine Idee, was wir hier machen, Leute. Und zwar werden wir erstmal den ganzen Boden hier abbauen und komplett voll mit Lava machen. Denn, Freunde, wir haben das Videospielthema und ich glaube, ich mache das Mario-Level. Wobei, wir brauchen gar nicht so viel. Wir machen mal hier wieder alles zu, Leute. Sondern nur einen Weg. Und dann machen wir ein cooles Jump'n'Run. Und am Ende ist dann ein Lucky Block. Weil die Lucky Blöcke kommen ja auch aus Super Mario eigentlich. So, und zwar machen wir hier am besten so und so und so. Und dann machen wir das hier voller Lava, Freunde. Das wird so cool. Hanna, du hast gar keine Chance gegen mich. Stimmt gar nicht. Ich werde das gewinnen. Niemals. Niemals wird sie das gewinnen, Freunde. Denn wir werden hier das coolste Level der Welt bauen. Oh, so. Hier alles wegmachen. Ganz, 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 ganz wichtig. Komm schon, komm schon, komm schon. So, Leute, wir haben jetzt unser Loch. Und wir müssen mal hier bei der Wolle müssen wir hier nochmal ein paar Erdblöcke hinplatzieren. Weil sonst zündet das an. Und dann brauchen wir Lava. Oh, cool. Und jetzt müssen wir alles einmal hier voll machen mit Lava. Oh, kompletter Lavasee, Leute. Wir sind natürlich hier im Kreativmodus, dass wir hier nicht brennen. Aber komm schon, komm schon, komm schon. Hanna, ich habe schon das beste Level der Welt gebaut. Hä? Das kann gar nicht sein. Doch. Wir sind noch gar nicht so lange drinne. Doch, ich baue das Beste der Welt. So, Leute, wir bauen hier erstmal zack, 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 zack. Alles voll. Und dann brauchen wir natürlich ein Jump and Run, Leute. Am besten nehmen wir dafür eine Mauer. Bauen uns ein cooles Level. So, einmal hier. Ich glaube, da können wir nicht hochspringen. So, und dann machen wir noch eine Steinplatte. Die hier. Zack. Und dann können wir hier hin schon springen. Oh mein Gott, wie cool. Und dann so können... Und dann, Leute, gibt es hier am Ende einen riesen Lucky Block. Und den müssen wir auch bauen. Dann nehmen wir dafür mal gelben Beton, hätte ich gesagt, Leute. Dann können wir das mal hier. Und dann hier kommt dann ein fetter Lucky Block hin. Oh mein Gott, das wird so cool. Oh, Hanna, du hast gar keine Chance, Mann. Nein, er könnte vielleicht echt gewinnen. Ich muss da was machen. Hört ihr das? Aber es darf er nicht mitkriegen. Er will irgendwas, sie will irgendwas machen. Was will sie denn machen? Naja, egal. Sie hat eh keine Chance. So, hier. Und dann
Hm, wie bauen wir den denn am besten? Hm, da muss noch ein Fragezeichen rein. Deswegen müssen wir den ein bisschen dicker machen. Hanna? Hi, Odi. Was? Ich bin gar nicht hier. Geh weg, was willst du denn hier, Blödmann? Oh, was wollte Hanna denn hier? Sie hat irgendwas Doofes vor. Ich hoffe, sie macht nicht irgendeinen Blödsinn. Okay, wir probieren jetzt mal unseren Jump'n'Run aus. So über Lava. Oh, es ist so heiß. Und dann ist hier unser Lucky Block. Okay, den müssen wir aber... Leute, da müssen wir das wieder wegmachen, weil sonst passt das nicht. Hm, wie machen wir das mit dem Fragezeichen am besten? Ich habe eine Idee, Leute. Wir haben hier eine Mod drauf, und zwar die Chisel-Mod. Und die haben so ganz, ganz kleine Blöcke. Die nehmen wir dann und daraus machen wir ein Fragezeichen. Am besten zack, 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 Leute. Und dann nach unten. So, das ist unser Lucky Block. Okay, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber nun ja, das sollte eigentlich passen, Leute. Ich würde mal sagen, wir gucken mal, was Hanna gemacht hat. Oder, warte, ich habe noch eine bessere Idee, Freunde. Wir nehmen uns Hühner, platzieren die hier oben drauf. Und dann ist überall bei Hanna sind dann überall Hühner, Leute. Oh, da ist sie schon. Oh. Platzieren den am besten so. Hanna ist da noch... irgendwie in ihrem Inventar am gucken. Oh, sie sieht mich nicht. Komm schon. Und so. Und dann, Leute, platzieren wir ganz, ganz viele Hühnchen rein. Packen die dann alle zu Hanna. Oh mein Gott, schaut mal, wie viele Hühnchen da drin sind. Oh, komm schon. Oh, und wenn Hanna das aufbricht, sind da tausende von Hühnchen drin. Oh mein Gott, nein, die kommen schon zu mir rüber. Oh, Hanna, guck mal nach oben. Da ist eine Überraschung für dich. Hä? Was ist das denn? Bau unten ab, Hanna, bau unten ab. Oh, ja, da kommt ein... Hier sind voll viele Hühnchen. Ja. Ach, Mann, Odi. Komm schon. Alle zu Hanna. Nein, die kommen auch zu mir. Nee, du kriegst die selber. Oh, Mann, Leute, jetzt kommen so ganz viele Hühnchen zu mir. Hanna, guck noch nicht. Mann. Tu ich nicht, ich wollte nur die Hühner wegmachen. Du hast schon alles gesehen, du Blödkopf. Egal, hab wir machen die Mauer nicht wieder zu, Leute. Okay, Hanna, bist du fertig? Ich bin schon fertig mit meinem Level. Das war ganz einfach. Mann, du bist viel zu schnell für mich. So, guck. Und hier sind ganz viele Hühnchen. Warte, Leute, die Hühnchen müssen wir natürlich wegmachen, weil das gibt Minuspunkte. So, alle runter mit euch, ihr doofen Hühnchen. Ich habe ein Tierschwert. Also, Leute, ich habe hier nochmal was verändert an meinem Death Run. Aber ich würde mal sagen, Hanna, ich bin fertig. Du musst jetzt auch aufhören, Blödkopf. Ich bin auch fertig. Dann, sehr gut. Dann komme ich jetzt rüber und dann würde ich mal sagen, Hanna, bist du bereit? Wir schauen zuerst mal ihn an, okay? Okay. Also, Hanna, ich dachte mir, ich mache mir ein Mario-Videospiel mit einem Lucky Block. Oh, ich meine, der Lucky Block sieht zwar komisch aus, aber nun ja, egal, du musst ihn spielen, Hanna. Komm schon. Okay. Und, aber Odi? Was denn? Ist ein Fragezeichen nicht andersrum? Weiß gar nicht. Leute, stimmt das Fragezeichen so, wie es da ist oder nicht? Hm, ich glaube, das ist richtig, was ich gemacht habe. Naja, egal. Wie findest du meinen Death Run, Hanna? Du musst noch auf den Lucky Block. Los. Ich hab's geschafft. Ja. Das ist wie bei Mario. Wie findest du mein Level? Hanna, sag bitte. Es ist okay geworden. Ich meine, ich wollte zwar heiß, aber es ist trotzdem gut. Oh Mann. Okay, dann lass erstmal deins angucken. Dann reden wir weiter, okay? Okay. Ich muss da ein Monster bauen. Oh, ein Eismonster. Einfach ein Schneemann, Leute. Ein böser Schneemann. Aber Hanna, warum sind denn so viele Hühnchen hier? Das gibt Punkteabzug. Mich getrollt hast, du Gemeiner. Aber Leute, schaut mal, wie cool das aussieht. Hanna hat ja richtig übertrieben hier, Leute. Ihr müsst natürlich in die Kommentare schreiben, wer in der ersten Runde gewonnen hat. Nun ja, Hanna, ich würde mal sagen, wir machen das jetzt alles kaputt und dann gehen wir rein in die zweite Runde. Und in der zweiten Runde werde ich was, werde ich nicht so diese blöden Sachen, die da drin sind, bauen, sondern was Eigenes, okay? Okay. Du aber auch. Mach ich. Okay. Dann würde ich mal sagen, Leute, ihr schreibt in die Kommentare, wer in der ersten Runde gewonnen habt. Und lasst natürlich ein Like da, falls wir in der zweiten Runde richtig, richtig Gas geben sollen. Ich habe auch schon eine richtig coole Idee, Leute. Los geht's. Okay, Hanna, wir haben jetzt alles hier weggemacht. Bist du bereit für die zweite Runde? Ja, aber was wirst du denn bauen? Sag ich dir nicht, das wird eine Überraschung. Ich will da jetzt auch nicht wissen. Los geht's, Hanna. Wir haben jetzt wieder 10 Minuten Zeit, um was Cooles zu bauen. Und Leute, ich habe schon eine richtig, richtig coole Idee. Und zwar werden wir einen richtig coolen Strand bauen. Und zwar wird hier...
hier Wasser sein, Leute? Weil am Strand ist es immer heiß. Wart ihr schon mal am Strand, Leute? Oh, ein Strand ist so cool. Vor allem in Sommerzeit. Da kann man dann ins Wasser, am Strand chillen, Sandburgen bauen. Und das alles machen wir heute nach, Leute. Oh, ich bin echt gespannt, was Hannah bauen wird. Aber Leute, wir müssen in der zweiten Runde auf jeden Fall besser bauen als Hannah. In der ersten Runde hat sie so ein Schneemonster gebaut. Und das war richtig, richtig cool. Guck mal, wie schnell ich das hier abbauen kann, Leute. Das ist so cool. Und, Leute, ich habe noch eine Idee. Wir werden nachher Hannah noch mit TNT trollen. Aber pssst, nicht weitersagen. Ganz, ganz wichtig. So, Leute, wir haben jetzt unser Wasserbecken fertig. Was noch fehlt, ist natürlich Wasser. Und dann machen wir hier ganz... Hanna, wie läuft's eigentlich bei dir? Bei mir ist schon richtig, richtig cool. Ich werde das zu 100% gewinnen. Bestimmt nicht. Ich gebe mir voll die Mühe gerade. Du kannst das gar nicht gewinnen. Doch, ich gebe mir auch richtig Mühe. Ich mache das Beste auf der Welt. Und du, kannst gar nichts. Blödmann. Oha, das war gemein. So, wir machen unseren Strand eigentlich noch mehr, noch viel, viel größer, Leute. Damit wir hier natürlich ganz viele Sachen platzieren können. Und zwar habe ich da schon eine Idee. Wir machen hier ganz viele coole Liegen hin und natürlich Sonnenschirme. Man kann halt auch am Strand Fußball spielen. Da würde ich mal sagen, platzieren wir hier ein Tor hin und dann ist das Mini-Fußball. Leute, habt ihr schon mal Mini-Fußball gespielt? Ich liebe Mini-Fußball. So, so und dann brauchen wir hier eine Liege und hier eine Liege und dann immer... einen Schirm dazu. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und Hannah wird niemals gewinnen, Leute. Und ich habe gleich eine Idee. Wir werden gleich Hannah erstmal wegtrollen. Und zwar mit TNT, Leute. Ihr wisst, ich liebe TNT. Und ihr wisst, ich liebe es, Sachen in die Luft zu sprengen. So, dann hier nochmal einen Stuhl. Hier nochmal. Dann machen wir hier nochmal einen hin. Und... hier nochmal. Und dann müssen wir hier... so, da haben wir überall den Schirm. Boah, guck mal, wie cool das aussieht. Dann haben wir hier unser Mini-Fußballfeld und unsere ganzen Liegen. Aber Leute, ich habe eine Idee. Wir holen uns jetzt mal TNT. So, und dann brauchen wir noch Redstone. Und einen Hebel auf jeden Fall. Und Redstone. Und dann würde ich mal sagen, Leute, wir müssen jetzt ganz, ganz leise sein. Wir graben uns jetzt hier runter. Dann graben wir uns zu Hannah rüber. Oh mein Gott, Leute, los geht's. Oh, hier ist Schnee. Warum ist hier Schnee? Naja, egal. Und dann platzieren wir hier einen Diamanten hin. Ein TNT hin. Hier ein TNT, hier ein TNT. Und natürlich, Leute, zu viel, Leute. Wir dürfen auch nicht, dass Hannah weint. Wir machen nur ein TNT. Damit Hannah nicht weint, Leute. Das ist sehr, sehr wichtig. Redstone, Redstone. Und dann können wir hier, Leute, einen Hebel hinbauen. Und können nachher alles wegsprengen. Aber das machen wir erst nachher, Freunde. Denn zuerst müssen wir hier noch weiterbauen. Und zwar brauchen wir einen Zaun. Einen Zaun zum Privatstrand. Das ist ja ein richtig cooler Privatstrand. Das heißt, wir brauchen... wann nehmen wir Stachelzaun? Nee, wir nehmen diesen weißen Zaun hier. Der sieht richtig, richtig cool aus, Leute. Machen wir einmal so, 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 so. Nee, wobei, Leute, das ist ja schon im Strand. Das ist nicht cool. Der Strand muss groß bleiben. So, so. Und dann machen wir hier einen Zaun hin. Und dann machen wir beim Fußballfeld am besten so den Eingang hängen, hätte ich gesagt, Leute. Hier in der Mitte. Und dann kann man hier in den Strand. Oh mein Gott, wie cool. Okay, Leute, was uns aber noch fehlt zum Strand, weil wenn man zum Strand will, brauchen wir hier eine Strandstraße, Leute. Und zwar machen wir hier eine Straße hin, Leute. Und auf die andere Seite ist natürlich der Rettungsdienst. Weil das ist doch wichtig, Leute. Am Strand brauchen wir Rettungsdienste. Weil falls Haie kommen und uns auffressen wollen, kommt der Rettungsdienst und kann uns dann retten. Und natürlich noch eine Polizei mit einem Polizeiauto. Das müssen wir hier alles noch schnell hinbauen. Na los, na los, na los. Und vergiss natürlich nicht den Hebel. Den zünden wir gleich auch an. Aber erst müsst ihr ein Like da lassen, Leute. Wir müssen hier gewinnen. Und wir zerstören gleich Hannas ganzes Gebautes. Oh, das wird so cool. Okay, wir brauchen aber als nächstes erstmal Beton. Und zwar nehmen wir schwarzen Beton und wir brauchen gelben Beton, damit wir natürlich die Straße machen können, Freunde. Dann machen wir hier einmal schwarz, schwarz, schwarz.
Machen wir erstmal ganz nach hinten voll, Leute. So, 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 so. So, Leute, unsere Straße ist gleich fertig. Und zack, 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 zack. Und dann brauchen wir natürlich noch die Markierungen, Leute. Und die mache ich immer 2 breit, dann 1, 2 Abstand und wieder 1, 2 breit, 1, 2 Abstand und dann wieder 2 breit. Boah, das wird so cool aussehen. Oh mein Gott, Leute, er hat gar keine Chance. Nee, halt, das war einer zu früh. So, Leute, unsere Straße ist auch fertig. Dann brauchen wir noch einen Gehweg. Da machen wir eine Stufe hin am besten, so eine. Und dann haben wir hier, zack, 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 einen schönen Gehweg noch gemacht. Das ist auch wichtig, Leute, weil sonst werden wir ja von den Autos überfahren. Das geht ja nicht. So, 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 so. Zack. Und dann brauchen wir noch ein Auto. Ein Auto, ein Auto, ein Auto. Und zwar hier nehmen wir ein Offroader. Das ist unser neues Auto und den platzieren wir einmal hier hin. Oh, das war nur ein Roller. Dann nehmen wir noch ein Buggy. Und Leute, was ich hier gefunden habe, ist, es gibt sogar ein Speedboot. Und das machen wir ins Wasser. Dann machen wir noch hier so ein Buggy hin. Zack. Oh, wie cool sieht das denn aus? Die können wir eigentlich auch hier hin irgendwo platzieren, weil damit können wir dann auch fahren. Aber naja, egal. Wir machen jetzt hier ins Wasser ein Speedboot. Wow, wie cool sieht das denn aus, Leute? Warte, den müssen wir natürlich umdrehen und wir können sogar drin fahren. Oh mein Gott, so cool. Okay, Leute, ich würde mal sagen, ihr habt, glaube ich, alle geliked. Habt ihr alle geliked? Oh, ich frage erstmal, wie weit Hannah ist. Hannah, wie weit bist du? Ich bin fast fertig. Oh, ich auch. Hannah, kannst du bis 10 zählen? Weiß ich nicht, warum? Oder bis 5. Zähl mal bis 5. Ich hab Ich hab einen Zaubertrick für dich, okay? 10 bis 5. Okay. Oh, Leute, er hat gar keine Ahnung. 1. Ja. 7. Nein. Wie nein? Oh. Doch, nach der 1 kommt die 7. 2. Oh. Hey. Hanna, was mein ist da passiert? Haus ist weg. Was ist oh, denn? Nein. Was ist denn passiert, Hanna? Mein ganzes Haus ist weg. Leute, wir haben alles gesprengt bei ihr. No. Warte, wir müssen mal gucken, wie es da aussieht. Wir müssen schnell gucken. Wir gucken. Oh nein. Oh, das ganze Haus ist kaputt. Oh mein Gott, Leute, wie cool. Naja, egal. Wir bauen kurz noch weiter. Und zwar brauchen wir ja noch ein Rettungsschwimmerverein. Da brauchen wir wieder Beton. Und zwar nehmen wir weißen Beton und roten Beton für natürlich das Haus. Und dann machen wir hier zack, 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 zack. So ein Rettungsschwimmerhaus. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Weil, wie gesagt, wenn die Haie kommen, die wollen uns dann auffressen. Und das ist dann nicht so gut, Leute. Schnell, schnell, schnell. Komm schon, Rettungsschwimmerhaus. Na los. Komm schon, komm schon, komm schon. So. Zack, 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 zack. So. Ein kleines und ein großes. Und dann machen wir hier noch. Machen wir das gleiche genau wie da vorne auch. Machen vorne ein kleines. Und dann machen wir hier, ist die Eingangstür. Zack, so. Und dann ist hier auch nochmal Fenster. Und wir brauchen natürlich ein Kreuz, Leute. Das machen wir in Rot. Und zwar machen wir das so. Bei so. Und das ist dann unser Gebäude. Wir brauchen aber noch das Dach. Ey, Hannah, geh weg. Geh weg. Ich bin gar nicht da. Besser ist es. So, Leute. Na, was wollte Hannah da schon wieder bei mir machen? Ich weiß nicht. Naja, egal. Das Dach bauen wir einfach ganz einfach so. Und auf dem Dach, Leute, machen wir einen Helikopter hin. Oder einen Sofakopter am besten. So, zack, zack. Und dann brauchen wir noch ein Sofakopter hier. Und damit können die uns dann retten. Ein Sofakopter und noch ein Sofakopter, Leute. 2 Stück, die sind sogar rot. Oh, warte mal, Leute, wir müssen damit fliegen. Oh, 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 komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Leute, wie cool ist das denn? Oh, das war so cool, Leute. Ich bin jetzt noch ins Wasser geplumpst. Warum sind denn die Gläser da? Oh, Mann, Leute, seht ihr das? Rosa gemacht. Ihr wisst doch, die Fenster werden lila, weil ich liebe lila. Die 10 Minuten sind schon gleich vorbei. Na los, zack, zack. Komm, 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 komm. Ich bin der Rettungsschwimmer. Ihr wisst doch Bescheid, Leute. So, so, so. Und zack. Dann noch hier vorne, Leute. Dann fehlt uns noch eine Tür. Tür. Nehmen wir diese Birkenholztür hier. Die sieht übelst cool aus. So, und dann bin ich fertig. Hannah, ich bin fertig. Aufhören, stopp, hallo. Hä? Aber du kannst mir einfach sagen, ich bin fertig und dann muss ich aufhören. Wir hatten doch Zeit. Doch, Hannah, eben schon. Darf ich noch eine Sache machen? Nein. Bitte. Nein, Hannah, es ist vorbei. Ja, okay, wenn du eine Sache machst, dann mache ich auch noch eine Sache. So, Leute, dann machen wir hier noch
einen Bus hin. Bus. Und zwar ein Rettungswagen. Und zwar platzieren wir den genau hier hin. Und dann haben wir noch einen Rettungswagen. So, oh mein Gott, Leute, wie cool sieht das denn aus? Schaut mal von oben. Wow. Okay, Hannah, jetzt ist aber vorbei. Okay. Ich komme jetzt zu dir. Wir bewerten zuerst deins. Ich bin da. Wow, Hannah. Cool, was ist das denn? Das ist ein riesiges Iglu. Und, guck mal, hier drin kann man wohnen. Wie, da drin kann man wohnen? Wow, aber alles ist rosa, Hannah. Das ist meine Lieblingsfarbe. Ah, stimmt. Boah, man kann sich sogar hier hinsetzen. Wie cool. Okay, irgendwie ist das cool. Aber Hannah, meins ist 100-mal cooler als deins. Und wo war eigentlich das Loch, wo hier war? Weiß ich nicht, aber Odi, kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Geh mal ganz kurz in den Überlebensmodus. Nein. Och bitte, das ist lustig, vertrau mir. Ich habe nämlich doch ein Geheimnis eingebaut. Okay, ich bin, ja. Guck, du musst dich genau hier hinstellen. Okay, habe ich. Ey! So, Hannah! Das war für das Loch. Aua! Hannah, das war nicht nett, du Blödi. Du hast angefangen. Jetzt gucken wir meins an. Und zwar, Hannah, weil ich ja warm hatte, habe ich einen Strand gebaut. Guck. Aber das ist alles lila. Ja, weil das ist meine Lieblingsfarbe, du Doofkopf, so wie bei dir. Ich habe, guck mal, hier sogar ein Boot. Damit kann ich auf und ab fahren. Und dann habe ich noch hier ein Fußballfeld. Da kann man hier Mini-Fußball spielen. Die ganzen Liegen, hier kann man sich sogar hinsetzen. Nicht so wie bei deinen Stühlen, das ist voll schlecht. Und dann kann man sich auch hinsetzen. Nein, komm jetzt mit, Hannah. Dann habe ich hier eine Straße hingebaut, weil am Strand ist immer eine Straße. Dann ist hier ein kleiner Buggy. Und hier einen Roller, die fahren gerade. Ja. Und dann habe ich natürlich hier mein Krankenhaus oder meine Rettungsschwimmerhaus. Da ist zwar nichts drin, aber naja, egal. Ich habe mehr gebaut wie du. Und sogar, ich habe sogar einen Helikopter und einen Krankenbus, Hannah. Schau. Das ist kein Helikopter, das ist ein Sofa. Nein, das ist ein Helikopter, Hannah. Meins ist cooler. Och Mann. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ihr cooler findet. Ja. Ich finde meins cooler. Genau, Leute. Wer hat gewonnen? Odi oder Hannah? Ihr stimmt nochmal ab in den Kommentaren und lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, denn das war's mit dem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Und guckt gerne auch bei Hannah vorbei. Sie fängt bald auch mit Videos an. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video. Hab euch lieb, macht's gut. Tschüss.